Okay, ich habe heute ein bisschen was Besonderes vor. Wir werden heute Colonel Sanders surfen und das Intro von diesem Spiel ist schon relativ intensiv. Ich habe es kurz getestet. Deshalb starten wir jetzt mit diesem tollen neuen Dance My Screen. Ich hoffe, das läuft jetzt. Also ich hoffe, er erkennt direkt jetzt die Aufnahme. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will diesen Anime sehen. Und ich will, dass Colonel Senpai hier mich bitte noticed. Name. Das sieht komisch aus. Das Ding ist, dadurch, dass alles Caps ist, sieht es komisch aus. Und es sind natürlich wieder nur 15 Zeichen. Das ist natürlich dann Pain, wenn man einen Namen mit 16 Zeichen hat. Ja. Dann halt so. Oh, muss ich das jetzt alles übersetzen? Wir schlafen weich, okay. In unserer bescheidenen Studentenhütte. Die Welt ist friedlich und serene würde ich jetzt mit ruhig übersetzen. Du könntest für immer in diesem Moment bleiben. Oder wir könnten aufstehen. Unser erster Tag in der Kochschule. Okay, ja, da sollten wir wirklich nicht. Endet das Spiel einfach, wenn wir jetzt den. Das stört ein bisschen. Endet das Spiel jetzt einfach, wenn wir einfach im Bett schlafen und bleiben? Oder lässt uns das Spiel dann nicht? Also, ist das schon Game Over? Ich bin versucht, es auszuprobieren. Aber ich will nicht, dass es dann die ganze Zeit heißt, oh, du bist zu spät gekommen. Ich will, dass Senpai mich noticed. Meine beste Freundin Miriam, ich kenne sie zwar nicht, aber sie ist meine beste Freundin im ganzen Leben. Und sie erinnert mich an die eine aus Kill la Kill. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie sie hieß. Sie ist die süßeste und seltsamste Person, die du je kennengelernt hast. Und du liebst sie dafür. Nein, nein, ich möchte, dass Colonel Sanders Senpai mich noticed. Die kann schön wegbleiben. Ich habe mir heute Morgen Frühstück gemacht, aber als ich es gegessen habe, konnte ich keine Liebe in dem Essen schmecken. Was, wenn ich nichts kann? Soll ich sie jetzt voll runtermachen? Oh, sie hat gerade voll den Nervenzusammenbruch. Sie war so nervös wegen ihres ersten Kusses, dass sie einen Zahn abgebrochen hat. Gehst du gerade fremd? Ich weiß nicht, ob eine Anime-Dating-Simulation zählt. Wenn das zählt, in gewisser Weise ja. Sollte ich sie aufbauen oder sollte ich das Thema wechseln? Chat, was sagt ihr? Weil ich will sie. Das Ding ist, ich will sie eigentlich jetzt voll runter machen, damit sie nicht meinen Ambitionen, Colonel Sanders zu verführen, im Weg steht. Aber das ist leider keine Option. Und das Spiel versucht sie mir halt irgendwie als beste Freundin aufzudrücken. Aber vielleicht brauchen wir noch einen Wingman, also vielleicht doch eher aufbauen? Was ist mal kommen, das so zu reden, das kommt bei den Mädels immer gut an. Jetzt will ich ja nicht bei den Mädels punkten. Es gibt leider keine deutsche Fassung von dem Spiel. Also ich habe tatsächlich heute noch geguckt, ob ich mal Hatoful Boyfriend im Stream spielen will. Das stelle ich 100 pro auf Deutsch, wenn ich das mache, weil ich kann nicht die ganze Zeit live übersetzen. Vor allem, wenn ich dann noch Sachen machen will, wie Stimmen oder sowas. Aber hier gibt es halt wirklich nur Englisch, was ich ein bisschen komisch finde dafür, dass es offiziell von KFC ist. Wer kommt jetzt? Oh! Oh, unsere Rivalin! Sind wir alle weiblich? Kann das sein? Oder, also ich würde ja hoffen, dass es so geschrieben ist, dass unser Geschlecht nicht festgelegt ist, oder? Oder hat KFC einfach gesagt, dass Colonel Sanders heterosexuell ist und deswegen der Protagonist auf jeden Fall weiblich sein muss? Wobei es gibt ja auch einen männlichen Rivalen. Also ist es, glaube ich, bewusst unklar gelassen. Ashley.
Das ist einfach die kaputteste Schreibweise von Ashley, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon einige Namen gesehen, die dann im Kindergarten bewusst anders geschrieben wurden, als sie eigentlich geschrieben werden. Einfach damit es fancy und besonders ist. Kannst Ashley nicht ausstehen, selbst ihr Name ist nervig. Ich weiß, dass es eigentlich Ashley ist, aber sie musste zusätzliche Buchstaben hinzufügen, um sich besser zu fühlen. Das ist so accurate für viele Kita-Eltern. Oh. Oh. Nicht ablenken lassen. Unser Ziel ist Colonel Sanders und nicht dieser Typ hier, dieser. Oh Gott, dieser Lidschatten. Das sieht irgendwie so falsch aus. Auf der einen Seite so total fancy angezogen und dann diese Goff-Lidschatten. Ja, und die nehmen das natürlich jetzt direkt hier. Ja, wir sollten eigentlich ja schon längst unsere Diplome haben. Oder uns als Professoren einstellen. Oh, wir müssen die richtig auseinandernehmen. Also, wenn das Spiel uns anbietet, irgendwas mit den beiden anzufangen, sagen wir nein. Wir müssen die richtig bloßstellen. Oh Gott, wer ist er? Während wir zur Tür gehen, sehen wir ein komisch aussehendes Kind, das sich... Was? Das sich gegen das Fenster direkt daneben stemmt? Weißt du nicht, wo die Tür ist? Ich glaube, es ist kaputt. Was? Du machst ganz einfach die Tür auf. Ich liebe... ja, aber... So weit sind wir noch nicht, okay? Mein Name ist Pop. Ich wurde nach meinem Pop benannt. Er ist alt. Das ist auch ein Schüler der Schule, denn er muss ja wirklich ein heftiger Koch sein. Und sein Namensschild sagt ganz klar Bob, aber er liest es anscheinend kopfüber. What? Aber hier ist kein Namensschild. Das Spiel lügt mich an. Soll ich jetzt den ganzen Tag die Tür aufhalten? Genau, beweg deinen Arsch. Also ich oder ist der irgendwie süß? Ja, schnapp ihn dir. Also, ich werde ihn dir nicht wegschnappen. Wir wissen nicht, wo wir uns hinsetzen sollen. Wir könnten uns ja neben unsere beste Freundin setzen. Müssen wir ihn kennen? Weil das Bild ist so detailliert. Ist das irgendwie der CEO von KFC oder was? Interessiert mich gerade wirklich. Vielleicht denke ich bei der Nachbearbeitung dran, das nachzuschauen. Ein komischer Hund nimmt seinen Platz am Podium ein. Was? Also den Hund haben wir, glaube ich, vorhin schon im Intro gesehen. Aber soll das jetzt heißen, der Hund ist unser Lehrer? Sprinkles. Hi, Donis Pablo, willkommen zum Stream. Oh Gott, der ist auch noch... Okay, das sieht einfach irgendwie so weird aus. Wer ist dieser unvernünftige, süße Welpe und warum ist er in unserer Kochklasse? Du musst Sprinkles sein. Was? Der ist auch noch der Hauptlehrer und CEO der Schulleiter. Wäre er nicht der Schulleiter? Haben Universitäten einen Schulleiter anstatt einem CEO? Donis Pablo, du hast noch nicht so viel verpasst. Wir haben zwar unsere beiden Rivalen kennengelernt und direkt beschlossen, dass wir die bei der ersten Gelegenheit richtig bloßstellen werden. Und das ist unsere beste Freundin. Und das ist unser Lehrer. Bitte nennt mich Professor Hund. Ich mag süß und klein und fluffig sein, aber ich erwarte immer noch Respekt. Okay. Ein süßer Hund ist unser Professor. Das ist die beste Schule ever. Ja, ich würde auch auf eine Schule gehen, wo ich von Hunden unterrichtet werde. Nur eine Hundenase ist in der Lage, all die feinen Nuancen von feinem Essen aufzuspielen. Wir reden hier immer noch von KFC, okay? Wir reden hier immer noch von dem offiziellen KFC-Date-Spiel. Also nur beginnt der Wind um uns herum. Was? Wind und Kirschblüten im Klassenraum. Das ist so Anime, ja. Es ist kalt, kann jemand das Fenster zumachen? Dann marschiert er rein. Oh mein Gott, ich bin schon... Oh, ich werd ganz wuschig. Ist direkt in der Aura dieses neuen Schülers und seines beachtlichen Goatees. Was? Moment, ist Colonel Sanders jetzt... Ich dachte, er ist einer der Lehrer. Ich dachte, ihn sollen wir beeindrucken. Jetzt sag nicht, er ist einer der Schüler. Es ist... Mein Lieblingsschüler Harlem. Ich dachte, Lehrer sollen nicht offensichtlich machen, dass
dass sie Lieblingsschüler haben und vor allem, dass ihr Lieblingsschüler eine Anime-Version vom KFC-Dude ist. Keine Zeit, das unterbricht Sprinkles. Professor Hund, bevor er seinen Satz beenden kann. Bitte, nämlich Colonel. Colonel Sanders. Oh Mann, das ist... Okay, ja, ich merke, das Spiel ist super. Oh, mir läuft der Schweiß über die Augenbrauen. Du hast das Gefühl, dass jeder dich ansieht und das ist nicht ganz falsch. Ich dachte, alle gucken auf Colonel Sanders. Noch nie so viele Emotionen von Spinny gesehen. Ja, es kommt ja auch gerade alles, es passt einfach. Und das hier drüben muss Sweaty Sweats a lot sein. Boah. Ja, mach dich darüber, dass ich meinen Senpai gesehen habe und dass ich ein bisschen ins Schwitzen komme, okay? Wer sollte das Fenster wieder aufmachen, bevor ich schmelze? Das Spiel ist perfekt. Ja. Niemand spricht zu meinem Freund. Oh, Miriam verteidigt mich. Okay, jetzt bin ich froh, dass wir vorher nicht die Option hatten, sie runterzumachen. Ihr kennt beide meinen Namen. Wir waren im gleichen Kindergarten. Was? Hilfe. Ich fand meinen Rivalen im gleichen Kindergarten. Das finde ich jetzt schon nicht gut. Und wenn Spinny schwitzt, ist das nicht eklig. Es ist wunderschön. Seht euch dieses Schimmern. Okay, ja. Nein, keine Chance, Girl. Passiert nicht. Mach dich am Poprand oder so. Okay, warum kriegen wir hier eine Auswahl, wenn wir gar keine Auswahl haben? Ich hoffe ja, dass die Charaktere, an denen wir kein Interesse zeigen, vielleicht untereinander, also die beiden Rivalen dann untereinander und halt Miriam mit Pop, dass das halt nicht sich komplett alles um uns dreht. Es ist gut, dass du heute an Andeo gedacht hast. Dieser Klassenraum ist heiß. Oh je. Ja, willkommen auf der Akademie. Die Geburtsort von kulinarischen Legenden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Viele Herausforderungen erwarten dich. Es wird Tränen geben, es wird Blut geben und vielleicht ein kleines bisschen Essen. Ich meine, gut, die Tränen sind ja unausweichlich, spätestens wenn wir die Zwiebeln schneiden, oder? Und wenn alles fertig ist, wird es ein Battle geben. Sporks sind doch die Kombination aus Löffeln und Gabeln, ne? Also Spoon und Fork, das ist halt das Kofferwort. Und in der Kocharena kämpfen, da machen wir uns einfach ein Anime-Koch-Battle. Tue ich mir gerade gewissermaßen freiwillig Schule an. Wie gesagt, also als würden wir nicht alle freiwillig zur Schule gehen, wenn wir von süßen Hunden unterrichtet werden würden. Und dann kommt noch ein Schüler in den Klassenraum und unterbricht die Rede des Professors. Das ist aber unhöflich. Hau ab! Ich hoffe, tut mir leid, dass es zu spät kommt. Ich hoffe, es waren alle einen guten Sommer. Ich vermisse wirklich... Okay, ja, Sprinkles ist jetzt schon mega angepisst. Zu Recht. Was will der Dude? Der ist nicht mal ordentlich gezeichnet. Zu spät zu kommen ist eine Sache, aber meinen Monolog zu unterbrechen. Du wirst gleich verwiesen. Bist du sicher, dass du hier richtig bist? Boah, er haut direkt raus. Okay, wir legen uns nicht mit dem Hund an. Ich bin gerade ein bisschen... Ich habe Angst zu fragen, aber ist der Hund ein Romanzenpartner oder bleiben wir bei den menschlichen Charakteren? Kennst du mich nicht wieder? Das ist mein drittes Jahr in dieser Schule. Alle sehen ihn an. Ja, an dich erinnert sich sowieso keiner. Keiner erinnert sich. Ich bin... Bist verwiesen, wenn du noch ein Wort sagst. Okay, ja, der Hund ist richtig savage. Lass es eine Lehre sein, dass... Unpünktlichkeit nicht akzeptiert wird. Selbst Clank hat es rechtzeitig hier geschafft, obwohl er durch die halbe Stadt auf seinen kleinen Rädern gerollt ist. Haben wir ihn? Was? Warte. Was? Der Ofen ist auch ein Charakter? Können wir den auch romancen? Ein alter Typ, der zu jungen Leuten an die Schule kommt. Ich wüsste da nichts, was schief ging. Jetzt bringt er zu uns, kommt, hebt er die Nase und atmet einmal tief ein. Oh Gott. Meine Lebensmittelauswahl ist sehr lacking hier. Du brauchst definitiv mehr Multivitaminsaft und du musst besser auf dich achten. Oh, jetzt wird er total wholesome hier. Du willst versuchen, dich bei ihm einzustellen, indem du etwas aus deiner Tasche gibst.
Also ein Chicken Snack, Rubberball, also ein Gummiball oder Beef? Warum habe ich das Gefühl, dass alle drei Optionen nicht gut sind? Chat, was sollen wir nehmen? Also das Ding ist, zwei davon sind ja Essen. Ich habe das Gefühl, das könnten die beiden falschen Antworten sein. Und der Gummiball ist das, was nicht reinpasst. Kann das sein? Chicken by KFC? Because... Ja, hat einen kurzen Stand, weil Corgi, genau. Corgis haben, glaube ich, eine sehr kurze Route. Ah, es ist schwer. Wir nehmen Chicken. Du greifst unter der Schürze und, oh, ist mir gesagt, große Augen. War es doch die richtige Antwort? Es ist ein... Oh, Chat, ihr seid großartig. Oh, es scheint eine... Es scheint auf jeden Fall neue Wettbewerber für den neuen besten Schüler zu geben. Der Furry-Professor. Okay, er verschlingt direkt den Snack und hinterlässt meine Hand mit Hundespeichel. Danke. Ich meine, ich dachte, wir kochen später. Ich hoffe, wir können uns die Hände waschen. Oh, oh. Oh nein, Colonel Sanders bietet uns den Platz neben ihn an. Das wäre unhöflich, ihn abzunehmen, aber die beste Freundin will auch. Das ist jetzt, ich will mich nicht entscheiden. Können wir nicht die Plätze irgendwie so tauschen, dass ich neben beiden sitze? Ich will hier draufknicken, aber ich will sie nicht jetzt schon verprellen. Wir brauchen sie vielleicht noch. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, Miriam. Ich kann Colonel Sanders Senpai nicht widerstehen. Er scheint keine Bücher, Stifte oder Stifte mitgebracht zu haben. Okay, Pen und Pencil, jetzt würde ich halt beides mit Stifte übersetzen. Aber in seiner perfekten, aufrechten Position zeigt er eine Ernsthaftigkeit, die zeigt, dass er bereit ist, dass er lernen will. Oh, wow. Danke, dass du mir diesen Platz anbietest, Senpai. Ich habe nur zwei Regeln. Tu, was du kannst und tu es auf die beste Art und Weise, die du kannst. Das ist der einzige Weg, wie du je etwas das Gefühl haben wirst, etwas zu erreichen. Oh, er ist direkt mega wholesome hier. Er ist einfach direkt der Life-Coach. Und dann macht der Professor eine Ankündigung. Oh, ein Quiz. Pop, ein Quiz über mich. Nein, halt die Fresse. Niemand mag dich. Dieses wichtige und erstaunlich kurze Quiz wird dir zeigen, ob du bereit für ein Leben an dieser Schule bist. Messerscharf und Verstand noch schärfer. Hier kommt Frage Nummer 1. Wenn Zug A zu Punkt B reist und Zug B zu Punkt A, wie wichtig ist es, sich die Hände zu waschen, bevor man kocht? Sehr. Ich gucke auf dich, Pop. Ein Wald ist für einen Baum, was ein Huhn für Federn ist. Was ist die effizienteste... Das effizienteste Essbesteck, das je geschaffen wurde. Eine komisch übergroße Gabel? Was war Tenderizer? Ein Fleischwolf? Spork. Wir haben vorhin gesagt Spork. Der Begriff ist vorhin gefallen. Ha! Ich hab aufgepasst. Imagine, dann kommt's KFC-Werbung. Ich bitte darum. Also, wenn jetzt nicht hier alle auf einmal bei KFC auf der Liste steht, beziehungsweise bei Twitch, dass ihr KFC-Werbung haben wollt, dann weiß ich auch nicht weiter. Welches Essen ist das Beste für ein gebrochenes Herz? Alles, was mit viel Liebe und nicht zu viel Salz gemacht wurde, Kamelfleisch oder ein Pfannkuchen, der aussieht wie ein dummes Gesicht. Gibt es überhaupt falsche Antworten bei diesen Fragen oder sind die alle irgendwie... Ich meine, bei der muss ich jetzt echt überlegen, ob es nicht vielleicht der Pfannkuchen war, aber... Ist Sprinkles ein guter Junge? Nein, ja. Er ist ein Rednerhund, der an der Kochschule unterrichtet. Er ist der beste Boy. Ja, er ist der beste Boy. Oh, wir machen uns hier Perfect Score. 5 von 5. Wir sind der neue Lieblingsschüler dieses Hundes. Dein Ernst, hast du geschummelt? Siehst auf, um zu sehen, dass Colonel Sanders deine mitgezählt hat. Er ist beeindruckt. Ja, wir haben ihn beeindruckt. Ich weiß, dass wir jetzt gerade erst getroffen haben, aber ich muss zugeben, ich finde, du hast ein wunderschönes Gehirn. Oh. Oh, Senpai. Darf ich deine Aufmerksamkeit haben, Schüler? Ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen. Ja, dass ich der neue Lieblingsschüler bin?
Es ist Zeit fürs Mittagessen. Ja, bitte, es ist 20 nach 4. Und die Uhr beendet hier auch den Unterricht, oder? Oder macht das auch hier der Lehrer? Die Cafeteria ist so nett wie jedes Restaurant, das du hier gesehen hast. Macht Sinn, dass eine Schule, der es uns kochen geht, auch das Essen sehr ernst nehmen würde. Ein leckerer Duft wabert durch den Raum und kitzelt das Ende deiner Nase. Das Wasser läuft dir im Mund zusammen, oh je. Siehst du, das muss unser Mittagessen sein. Wenigstens ist sie nicht mad, dass wir sie einfach haben sitzen lassen und uns einfach direkt neben unseren Senpai gesetzt haben, der uns ja immerhin auch schon innerhalb der ersten 30 Minuten genoticed hat. Darf ich mal Aufmerksamkeit bitten? Was willst du schon wieder? Geht's ums Mittagessen? Ich will's hoffen. Nein, ich wollte mich nur entschuldigen für meine Unpünktlichkeit. Du wirst verstehen, ich war... Oh, hi! Colonel ist da. Ich hab jetzt wie lieber der nächste VTuber. Also, ich hoffe, dass das mit Hatoful Boyfriend, wenn ich das wirklich mache, auch so gut funktioniert. Das könnte echt lustig werden. Okay, und der bricht einfach den Studenten hier, den keiner mag. Geht ums Mittagessen. Alle klatschen. Ja, wer klatscht denn da bitte auch nicht? Aber ich... Oh, alle haben ihn vergessen. Um das neue Semester zu ehren, habe ich etwas ganz Besonderes für alle vorbereitet. Oh. Dieser Geruch. Hält den Atem an, um zu sehen, was für Essen dieser mysteriöse Schüler geschaffen hat. Du hast gehört, dass er sehr talentiert ist, aber sind die Gerüchte wahr? Ist das hier... So ein kompletter Heimat-Chicken-Witz. Oh mein Gott. Sein Inhalt schimmert im Licht. Okay, ja, man merkt, wer das hier gemacht hat. Oh je. Das Aroma umklammert uns und wir fühlen uns warm und sicher. Oh, was Essen alles machen kann. Könnte es sein, dass das ein Eimer mit Hühnchen gefüllt. Was für ein besonderes Konzept. Okay, jetzt macht hier KFC aber wirklich Ego-Stroking. Dein Magen beginnt zu knurren, als wollte er sagen, hör auf nachzudenken und fang an zu essen. Seit Jahren arbeite ich an einem perfekten Rezept für das perfekte gebratene Huhn. Ist das eine Origin-Story? Soll das eine Origin-Story sein und wir dürfen ihn dann in der Zeit daten? Nach meiner Rechnung darf man nicht weniger als 11 Gewürze und Kräuter verwenden, um die perfekte Balance aus Geschmack zu erreichen. Ich meine, meine Live-Übersetzung ist so schrecklich. Da muss ich mir vielleicht auch für Stardew Valley nochmal überlegen, das Spiel auf Deutsch zu stellen, einfach weil ich da auch merke, dass ich immer die Dialoge überspringe. Beziehungsweise nicht die Mühe mache, sie zu übersetzen. Siehst dich um und bemerkst, dass jeder andere Schüler einen Stift und Papier rausgeholt hat und anfängt, sich so schnell wie es geht, Notizen zu machen. Aber das ist alles, was ich darüber sagen werde. Oh, er teast hier einfach. Oh, die beiden Rivalen. Wir wollen doch nicht dein dummes Geheimrezept, ne? Oh, jetzt geht's los. Können wir sie jetzt richtig bloßstellen? Sie legen sich mit Senpai an, das geht gar nicht. Schreib nur gerade mein Testament für den Fall, dass eine dieser Zutaten Gift ist. Er sieht sich nervös um zu sehen, ob irgendjemand über seinen kranken Burn hier lacht. Ich hoffe, niemand lacht. Wer lacht, kriegt eine Schelle. War es umzusehen, ob Ashley irgendein Follow-up vorbereitet hat, aber sie entscheidet sich plötzlich für einen komplett anderen Ansatz. Und sie hat einfach nur gerade ihn... Ich schreibe einfach nur gerade mein Tagebuch. Was? Liebes Tagebuch, heute habe ich etwas Wunderschönes gerochen. Ich wusste in diesem Moment, dass nur die Hände eines wahren Gentlemen so gut Hühnchen grillen können. Alle schmeißen sich jetzt an ihn ran. Das geht gar nicht. Haut ab, er gehört mir.
dass sie sich ihre Körpersprache von bitter und bösartig zu süß und unschuldig wandelt, während sie sich Colonel Sanders annähert. Sie erkennt, dass er für Großes bestimmt ist und für eine Berühmtheit mit Kochskills wie diesen hier zu werden. Sie will ihn für sich. Können wir uns bitte mit ihr prügeln? Oh, bitte. Ja, bitte. Nur wenn du nichts willst, dann nehme ich sie halt. Er probiert ein bisschen und seine Augen verhalten sich. Sein Gesicht verzieht sich und er versucht die pure... Oh mein Gott. Die pure Ekstase zu verbergen und sich unbeeindruckt zu geben. Hilfe. Ganz ruhig, es gibt genug für alle. Bitte haut rein. Du nimmst ein Stück dieses gegrillten Hühnchens aus dem Eimer und versenkst deine Zähne in ihm. Es ist großartig. Ja, das denke ich mir auch von meinem Senpai. Das Essen zu schmecken transportiert dich in eine andere Dimension. Jetzt geht's aber los hier. Allein mit deinen Geschmacksknospen schwebst du in der Leere. Was tun wir jetzt? Meditieren wir in diesem Moment und versuchen, jeden Geschmack zu identifizieren? Oder savor the moment. Ja, hier, wir... oder wir schwimmen zum Licht. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Chat, was sollen wir tun? Kosten wir den Moment aus? Meditieren wir oder schwimmen wir zum Licht? Ich habe Angst, dass wenn wir zum Licht schwimmen, wir einfach ohnmächtig werden. Aber dann muss uns Colonel Sanders vielleicht Mund zu Mund beatmen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Schwimmt zum Licht. Noch jemand? Ich meine, ansonsten würde ich zu meditieren neigen. Schwimmt zum Licht. Irgendwo vor dir fordert sich ein helles Licht auf, zu ihm zu kommen. Der Geschmack ist so intensiv, dass du dich in ihm verlierst. Du kannst ihn nicht widerstehen. Du streckst die Hand zum Licht aus. Es nimmt deine Hand und zieht dich näher, bis deine Fingerspitze sich mit dem Ende von allem verbindet. Was? Du bist für immer verloren im Land des gebratenen Huhns. Dein Verstand löst sich auf. Es gibt kein Zwini mehr. Es gibt nur noch Gewürze und Kräuter. Was? Ist das schlechte Ende? Mia versucht sich wieder zu beleben, aber sie kann es nicht. Was? Sind wir gerade ernsthaft? Hat uns gerade Senpais Essen einfach umgebracht? Oh mein Gott.